Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem schon etwas ernsteres Thema, leider, muss man an der Stelle sagen. Und zwar geht es um das Covid-19 oder auch Coronavirus genannt. Wir reden jetzt also mal ausnahmsweise nicht über ein Computervirus hier, sondern über ein biologisches, was aktuell in aller Munde ist und sich mindestens genauso schnell verbreitet wie ein Computervirus. Ich möchte aber nicht über das Virus selbst jetzt hier großartig reden, sondern bin ich über eine chinesische Webseite hier gestoßen, die ich denke, dass es für den einen oder anderen auf jeden Fall auch interessant sein könnte. Der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen recherchiert habe und auf der Webseite hier gestoßen bin, ist ehrlich gesagt ganz einfach. Ich war vorhin beim Discounter und wollte mir ein paar Nudeln kaufen. Allerdings, als ich vor dem Nudelregal stand, bekam ich plötzlich so ein nostalgisches Gefühl, denn das Regal war wirklich leer gefegt. Ja, es war nichts da. Und da ich im Ostblock aufgewachsen bin, hat mich das an meine Kindheit erinnert. Ja, das war wie früher in den Ostblock halt. Nun alles in einem war das eigentlich ein schönes Gefühl, für mich jedenfalls. Dachte aber doch ein bisschen mehr darüber zu googeln hier, so dass ich eben auf diese Seite, diese Webseite gestoßen bin. Beziehungsweise hier so, das ist so eine Art Live-Map, ja. Oder ja, auf jeden Fall finde ich, scheint es ganz gut visualisiert zu sein, wie das Virus seit dem Ausbruch sich verbreitet hat. Ja, das ist jetzt hier eine Erklärung, wie die Seite jetzt entstanden, beziehungsweise ja, gebaut ist und wie das so funktioniert. Die eigentliche Map ist das hier. Ja, sieht halt so aus. Und hier haben wir eine, hier ist, genau, hier können wir umswitchen. Hier haben wir nur für China. Ja, das sind Städte aus China. Hier haben wir confirmed death recovered. Ja, also die bestätigten Fälle insgesamt. Hier die, ja, wie viele gestorben sind und hier die Zahl von denjenigen, die sich, ja, die wieder gesund geworden sind, ja, die sich davon erholt haben. Ich gehe mal hier auf Global, ja, das ist hier weltweit. Für Deutschland beispielsweise kann man jetzt hier sehen, aktuell, ja, 196 bestätigte Fälle, zum Glück keiner gestorben, recovered 16, also 16 haben sich schon wieder erholt. Von dem Virus halt. Ja, hier sind alle Länder aufgelistet, hier wo ja bestätigte Fälle aktuell bekannt sind. Hier kann man noch mal hier Layers, das hier kann man noch mal ja Filter setzen halt Kategorie, das kann man sich hier ja veranschaulichen. Man kann die Map hier ja hier ein bisschen zoomen und hier sich alles anschauen, halt, ja, Cluster, Kategorie, ich mach mal, ja, hier kann man einfach je nach Heatmap, vielleicht kann man besser, genau, die Filter kann man hier halt nach Bedarf quasi setzen, was man da sehen möchte. Hier haben wir nochmal total, ja, die Gesamt, alle Fälle hier, eine Diagramm hier, ja, existing, confirmed, also alle insgesamt bestätigten. Hier sind die aktuell verdächtigt werden, dass sie damit infiziert sind. Hier recovered und tot halt. Hier, das kann man auch nochmal hier sich schalten, wie, ja, kann man sehen, wie viele Tote zum Beispiel oder wie viele schon wieder gesund sind. Je nachdem. Hier sind nochmal, die ist nochmal die Gesamtzahl hier, die von den bestätigten Fälle. Aktuell sieht man hier 92
354.000. Davon 80.303 in China. Hier nochmal recovered, ja, die wieder gesund sind, sich erholt haben, sind 48.313, davon 47.423 in China. Und hier die leider gestorben sind, ja, insgesamt 3.132, davon 2.948 in China allein. Aktuell, wie gesagt. Und was vielleicht noch interessant ist, hier genau die Verbreitung, das fand ich cool gemacht hier. Und zwar, wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir, ich mache mal vielleicht ein bisschen größer hier, beziehungsweise, ja, wie auch immer. Hier haben wir die Möglichkeit, jetzt ist Playing, ich mache mal Pause. Ich mache mal zurück und hier sieht man, wir können hier setzen, wie schnell die Map hier laufen soll, die Tage quasi. Ich mache mal 1,5 Sekunden hier und hier ab dem 21.01. seit dem Ausbruch offenbar. Und hier kann man Play klicken und hier kann man sehen, ja, wie sich das verbreitet hat, wenn man Play klickt natürlich. Ja, man sieht jeden Tag, hier sind wir bei 23.01. Da, irgendwas habe ich ja falsch gemacht. Hier, Play jetzt. So, 24., 25., 26. Und man sieht hier, ja, die Fälle, die Bestätigten und alles und wie sich das halt nach und nach und wie schnell, erschreckend schnell sich das verbreitet hat. Ja, kann man hier, ich mache mal ein bisschen schneller vielleicht. Das ist jetzt aber langsamer, okay. Zack. Okay, ja, wie auch immer. Jedenfalls kann man das hier ganz gut sehen, finde ich. Ich fand diese Seite hier, dieser Live-Map, interessant zumindest. Und dachte, dass es für den einen oder anderen unter euch auch interessant ist und wollte euch das noch mal schnell zeigen hier. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Den Link findet ihr hier zu der Map natürlich unter dem Video. Wenn ihr das interessant findet, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.